Hey Leute, ich gehe gerade in die Schule. Was ich gerade gemerkt habe, es wird gleich regnen. Dann will ich auch gleich wieder das Handy wegtun in meiner Tasche wieder. Ich muss nämlich wieder in die Schule, obwohl ja Mittwoch ist. Ja, Mittwoch Nachmittag haben wir ja eigentlich nicht Schule. Aber diesen Nachmittag habe ich kurz Schule, weil ich es extra so gemacht habe. Ich wollte, dass ich Nachmittag habe, weil ich dann einfach die Erste bin, die schon fertig ist. Und meine Mutter ist auch so einverstanden. Und ja. Dann werde ich gleich zu meiner Freundin gehen und gehe dann halt bis um 2 halt bei ihr. Dann gehe ich zu Hause. Werde mich schön hinlegen, werde meine Hausaufgaben machen, die ich auf morgen habe. Und morgen habe ich, hat also ich und meine Mutter haben dann Elterngespräch für mich. Ob ich gut bin, ob ich schlecht bin, ob ich was verbessern muss bei mir in Mathe oder so. Aber ja, ich muss hier schön steil nach oben laufen. Aber ja, es ist 12.53 Uhr. Ich müsste um 1 Uhr da sein. Bis ich da bin, ist es ja schon 15 Minuten. Sicher 10 Minuten schon vorbei. Aber ich habe diese Tasche genommen, weil ich ja sonst einfach zu viel schleppen müsste. Und so. Ja, eigentlich bin ich ja jetzt die Einzige, die da ist, denke ich. Aber ich bin nicht bei meiner Lehrerin, sondern bei meiner Deutschlehrerin. Und ja, hier ist so ein Lastwagen und so. Oder so. Und ja, jetzt, dann sind wir jetzt halt einfach nach der Schule wieder. Also, ich darf mein Handy mitnehmen, weil ich ja eigentlich gar keine Schule habe. Darf ich mein Handy mitnehmen? Und ja, bis nachher. Also, ich habe es gerade gemacht. Es regnet ein bisschen. Also, es ist nicht mal 2. Es ist erst 13.40 Uhr. Ich werde sicher zu Hause sein dann. Ich muss jetzt alles runterlaufen, das ist gar nicht schlimm. Für mich ist das perfekt. Ja. Ich hasse es nämlich nach hoch zu laufen. Am Morgen am meisten, weil am Morgen habe ich einfach gar keine Kraft für sowas. Und muss dann einfach nach hoch laufen, das ist ja noch schlimmer. Und ja. Ich muss gucken. Ja. Ich wollte eigentlich, also habe mein Portemonnaie mitgenommen und den Schlüssel, dass ich nicht klingeln muss. Obwohl meine Cousine und meine Schwester zu Hause sind. Ja. Muss das denn? Es kann sein, dass mein Bruder jetzt schläft, darum. Ja. Ja. Ich gehe auch. Ich wollte eben, wie schon gesagt, ich habe mein Portemonnaie dabei. Wollte eigentlich zum Kiosk und was kaufen. Hab dann gemerkt, dass ich möchte sparen. Und darum lasse ich jetzt einfach, gehe jetzt ganz normal nach Hause. Weil wenn ich müsste, also wenn ich wollte dann in Kiosk gehen, müsste ich dann von hoch. Aber wenn ich hier umgehe, dann werde ich hier gerade, dann noch gerade und dann alles gerade. Ein bisschen runter und dann alles nochmal gerade und dann ganz runter. Und ganz runter zu laufen hasse ich über alles. Aber so ein bisschen runterlaufen finde ich ganz okay. Und ja. Aber so hochlaufen ist nicht meine stärkste Zeit, die ich habe. Ja. Was ich halt einfach mitgenommen habe, ist dann ein Franken. Zwei Franken, also eigentlich gesagt 3 Franken. Und 2 für mich und 1 Franken für meine Lehrerin habe ich ihr gegeben, weil ich gestern halt keinen 1 Franken hatte. Und gestern war Pausenkiosk. Und
ja, wir hatten halt, wir haben so Piratenbananen gemacht und so. Und ja, ich gehe lieber von hier durch. Ja, und noch Kekse. Und einen Franken kostet so eins. Und ich habe, also meine Lehrerin hat mir einen Franken gegeben und hat gesagt, dass sie, also gestern war es, und sie hat gesagt, heute müssen wir einen Franken ihr geben. Ich habe gesagt, ich gebe sie am Nachmittag. Und ja, ich habe sie gegeben und jetzt gehe ich auch nach Hause, werde dann sicher noch mich hinlegen, mein Handy Akku bringen. Das hat genügend Akku, aber ja, es hat noch 53% Akku, sicher ganz okay. Und meine Lehrerin hat es so, meine Deutschlehrerin hat auch gesagt, dass ich eine schöne Tasche habe. Und ja, so zwei alten, so zwei alte Frauen sind gerade da gewesen und haben mich angeguckt. Aber ich kenne sie nicht, also kann ich das machen, was ich möchte. Außer also sie schlagen. Ich denke, sie sind sehr nett. Ich denke mal. Jetzt muss ich kurz hier rüber. So einfach so eine komplette Straße ist hier nicht einfach drüber. Ja. Sollte ich würde eigentlich immer mit dem Velo kommen hier am Nachmittag, wenn ich keine Schule habe. Aber ja, das ging mega kurz. Ich dachte sicher, ich bleib bis drei da. Ich musste nur zwei Blätter schreiben. Also das war ganz kurz. Ich musste eigentlich nur meine Hausaufgaben machen und die Hausaufgaben von morgen und die Hausaufgaben von übermorgen habe ich gemacht. Dass ich dann fertig werde. Dass ich dann halt einfach schon fertig bin. Und ich muss dann den Wochensatz jetzt nicht machen. Auch morgen haben wir keine Hausaufgaben, außer Französisch üben. Und noch so anderes. Und ja, ich laufe gerade hier rum. Ja gut, meine Mutter hat mich angerufen. Nein, hat sie nicht. Also, nein. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber irgendwie habe ich... Und es ist, denke ich... Ja, es ist... nein, es ist 13:45 Uhr. Ja. Ich werde auch gleich bald zu Hause sein. Ich muss nur noch grad. Und dann haben wir es. Lalalala. Hier liegt übrigens eine Packung von der Capri-Sonne. Ich muss kurz meinen Kaputzer drauf tun. So. Dass es mir nicht kalt wird. Ja, bis nachher, Leute. Ich habe doch herausgestellt, dass ich noch nicht so drauf bin. Ja, Leute, ich gehe jetzt nach Hause, werde mich dann hinlegen. Vielleicht mache ich dann noch ein Video für euch. Und tschüss.